In diesem Video wirst du erstaunliche Fakten über die Antarktis erfahren, es lohnt sich also so lange wie möglich zuzuschauen. Der Begriff Antarktis beschreibt die Region vom Südpol bis zum südlichen Polarkreis, umfasst also nicht nur den Kontinenten, sondern auch die südlichen Seegebiete der Erde. In diesem Video geht es aber hauptsächlich nicht um die Zone der Antarktis, sondern vor allem um den Kontinenten Antarktika, der umgangssprachlich auch als Antarktis bezeichnet wird. Dieser Kontinent hat, auch wenn man es nicht glauben mag, überraschend viel zu bieten. Es handelt sich hier um einen Kontinenten, der eigentlich viel zu wenig Aufmerksamkeit erhält, weshalb ich in diesem Video Antarktika eine Plattform bieten und das ein oder andere Wissenswerte über diesen Kontinenten erzählen möchte. Der Kontinent Antarktika liegt also in der Antarktis und ist mit einer Fläche von 14,2 Millionen Quadratkilometer größer als Kanada und Indien zusammen, fast doppelt so groß wie Australien, aber immer noch etwa 3 Millionen Quadratkilometer kleiner als Russland. Mit einer Bevölkerungszahl von etwa 5000 im Sommer und 1000 im Winter ist Antarktika bei weitem der Kontinent mit der geringsten Einwohnerzahl und auch bei weitem der Kontinent mit der geringsten Bevölkerungsdichte. Die meisten Bewohner Antarktikas sind entweder Wissenschaftler, Arbeitskräfte, die Wissenschaftler unterstützen, oder Touristen. Im Jahre 1978 wurde in der argentinischen Esperanza-Station das erste Baby Antarktika geboren. Es gibt auch Antarktis-Denkmäler, zu welchem ein mit einem russisch-orthodoxen Kreuz überragter Friedhof der Buromsky-Insel gehört, auf welchem über 60 Menschen bestattet sind. Etwa 98% Antarktikas wird bedeckt von einer dicken Eisschicht, die eine durchschnittliche Dicke von unglaublichen 1,9 Kilometer aufweist. Deshalb ist es nicht überraschend, dass Antarktika die größte Eiswüste der Erde bildet. Aber dennoch ist Antarktika das Zuhause vieler Lebewesen, wie wir später noch genauer herausfinden werden. Im Durchschnitt ist Antarktika der kälteste, der trockenste und der windigste Kontinent aller Kontinente auf der Erde und auch der Kontinent mit der größten durchschnittlichen Höhe. 80% der Frischwasserreserven der Erde sind auf diesem Kontinenten gespeichert, was im Falle einer kompletten Schmelze genügend Wasser wäre, um den Meeresspiegel um 60 Meter anzuheben. Antarktika war bei weitem der letzte Kontinent, der von Menschen entdeckt wurde und auch einer der am spätesten entdeckten Regionen der Erde. Denn erst im Jahre 1820 wurde antarktisches Eisschelf in der ersten russischen Antarktis-Expedition vom russischen Marineoffizier Fabian Gottlieb von Belingshausen und vom russischen Truppenkommandeur Michail Lasarev gesichtet. Ein weiterer wissenswerter Fakt ist, dass obwohl Antarktika kein Land ist, es trotzdem eine eigene länderspezifische Top-Level-Domain aufweist, nämlich .aq. Antarktika ist bekannt für die unendlichen Eiswüsten, für die tiefen Temperaturen, für die Robben und Pinguine, für die Forschungsstationen, die Touristentouren, aber auch für den schmelzenden Eisbestand. Doch wie wir gleich noch herausfinden werden, hat Antarktika noch weit mehr als das zu bieten. Werfen wir aber zuerst noch einen Blick auf die politische Situation in Antarktika. Im Jahre 1959 wurde der Antarktis-Vertrag unterzeichnet, mit dem Ziel, eine friedliche Nutzung des Kontinenten sicherzustellen. Weitere Ziele des Vertrages sind es, das ökologische Gleichgewicht in der Antarktis zu bewahren, die internationale Kooperation zu fördern und die wissenschaftliche Erforschung zu unterstützen. Militärische Übungen und Operationen sind deshalb ebenso untersagt wie der Abbau von Bodenschätzen. Die 12 Staaten, die diesen Vertrag damals unterschrieben haben, waren Argentinien, Australien, Chile, Frankreich, Großbritannien, Neuseeland und Norwegen, die alle Gebietsansprüche in der Antarktis erheben, sowie Belgien, Japan, die Sowjetunion, heute ist der Vertragspartner Russland, Südafrika und die Vereinigten Staaten, die keine territorialen Ansprüche in der Antarktis erheben. Seit 1961 haben weitere 33 Staaten diesen Vertrag unterschrieben. Auch wenn der Antarktis-Vertrag Gebietsansprüche in der Antarktis untersagt, so gibt es sie dennoch, aber sie wurden mit Eintreten dieses Vertrages sozusagen eingefroren. Weitere Gebietsansprüche sind dem Vertragswerk nach nicht erlaubt.
Somit hat der Antarktis-Vertrag die politischen Ansprüche nicht endgültig geklärt. Gebietsansprüche werden, wie erwähnt, von Argentinien, Australien, Chile, Frankreich, Großbritannien, Neuseeland und Norwegen erhoben. Dabei überschneiden sich einige beanspruchte Territorien, einzelne Flächen der Antarktis blieben hingegen unbeansprucht. Brasilien hat ein Gebiet als Interessenszone deklariert, ohne jedoch formelle Gebietsansprüche daraus abzuleiten. Antarktika hat keine international anerkannte Flagge und deshalb gibt es eine Vielzahl an inoffiziellen Flaggen. Hier ist die Flagge der argentinischen Antarktis, hier die Flagge des britischen antarktischen Gebiets, hier die des chilenischen antarktischen Gebiets und hier jenes von Frankreich. Es gibt des Weiteren eine Flagge des Antarktischen Treaty Systems, die True South Antarctic Flag, die auf einigen Forschungsstationen gehisst wird, sowie Graham Bartrams Vorschlag, das auch als Emoji für Antarktika Verwendung findet. Die horizontalen Streifen in Marineblau und Weiß der True South Antarctic Flag stehen für die langen Tage und langen Nächte in den extremen Breitengraden der Antarktis. In der Mitte erhebt sich ein einzelner weißer Gipfel aus einer Fläche aus Schnee und Eis, der an die Berge und Bergrücken erinnert, die den antarktischen Horizont prägen. Der lange Schatten, den der Gipfel wirft, bildet die unverwechselbare Form eines nach Süden gerichteten Kompasspfeils. Zusammen bilden die beiden zentralen Formen einen Diamanten, der die Hoffnung symbolisiert, dass die Antarktis auch für kommende Generationen ein Zentrum des Friedens, der Entdeckung und der Zusammenarbeit bleibt. Antarktika hat keine nationale Symbole. Der Kontinent Antarktika hat praktisch keine Wirtschaft, da Antarktika keine Bevölkerung im eigentlichen Sinne hat. Es gibt aber, wie erwähnt, etwa 80 Forschungsstationen und Touristen, aber die Forscher werden von ihrem Entsendungsland bezahlt und das Geld bleibt, wie auch beim Tourismus, außerhalb Antarktikas. Es werden zwar Güter für die Unterhaltung der Forschungs- und Touristeneinrichtungen importiert und exportiert, wobei man hier eigentlich nicht von Import und Export sprechen kann, sondern eher von Einfuhr und Ausfuhr, da keine antarktische Institution dafür zahlt. Später in diesem Video wird es einen Erfahrungsbericht von Claudia geben, die Antarktika als Tourist besucht hat. Claudia wird über ihre Reise sprechen und all jenen, die an einer Auswanderung nach Antarktika interessiert sind, nützliche Hinweise geben können. Falls du eine Idee hast, welches Land ich als nächstes abdecken soll, dann lass es mich doch gerne in den Kommentaren wissen. Dieses Video ist Teil einer Videoserie, in welcher ich auf das Auswandern in unterschiedlichste Länder weltweit eingehe. Ich habe bereits zu unzähligen Ländern Videos veröffentlicht, es lohnt sich also, einen Blick in die Wiedergabeliste zu werfen. Den Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Doch zurück zu Antarktika. Was sind die Vorteile einer Auswanderung nach Antarktika? Und was gilt es im Falle einer Auswanderung zu beachten? Im Jahre 2019 sind offiziell 0 Deutsche nach Antarktika ausgewandert. Damit besetzt Antarktika den letzten Platz der Lieblingsauswanderungsdestinationen der Deutschen. Doch was sind nun die Vorteile einer Auswanderung nach Antarktika? Beginnen wir bei der Flora und Fauna, gefolgt von einigen informativen Fakten, die du dir auf keinen Fall entgehen lassen solltest. Während der südliche Ozean der Antarktis, die riesige Packeiszone, die Antarktika umgeben, sowie die Inseln rund um Antarktika voller Leben sind, so ist das Innere des Kontinenten aufgrund der harschen Bedingungen leer von höher entwickelten Lebensformen. Stattdessen werden diese Gebiete vorwiegend von Mikroorganismen, Moosen und Flechten sowie einigen wirbellosen Tieren bevölkert. Dafür sind diese Ökosysteme einzigartig auf der Erde, denn zum einen liegen sehr extreme Umweltbedingungen vor und zum anderen ist die Region noch weitgehend frei von menschlichen Einflüssen. Trotzdem stellte man fest, dass sich das Leben nicht nur auf die wenigen eisfreien Regionen beschränkt, sondern auch an unerwarteten Stellen nachgewiesen werden kann. In den Trockentälern wurden zum Beispiel Algen und Flechten gefunden, die innerhalb der Sandsteinfelsen leben. Selbst in den Weiten des antarktischen Eispanzers wurden in kleineren Eisspalten und Schmelzwasserseen auf Gletschern verschiedene Algen und andere Organismen gefunden. Es gibt auch kleine Lebewesen, die fast einen Kilometer unter dem Eis existieren. Auf dem gesamten Kontinent sind nur 2 einheimische Blütenpflanzen bekannt.
Die antarktische Schmiele und das Nelkengewächs antarktische Perlwurz. Durch den Menschen eingeschleppt wurden jedoch auch der kriechende Hahnenfuß, die Wassersäge, die Rispengräser sowie die Vogelmiere. Dazu kommen diverse Arten von Algen, Moosen, Lebermoosen und Pilze. Die wohl bekanntesten Tiere Antarktikas sind die Pinguine. In Antarktika leben nämlich eine Vielzahl an Arten von Pinguinen, aber es gibt auch Meeresvögel, die nur zum Brüten an Land Antarktikas kommen, und eine große Anzahl an Robbenarten. In den eisfreien Zonen gibt es auch Fadenwürmer, Milben und Bärtierchen. Der höchste Punkt Antarktikas ist der Mount Vinson, der ganze 4892 Meter über Meer erreicht. Es gibt viele weitere Gebirgszüge und Berge, die zum Teil vollständig von der Eisschicht überdeckt werden. Auch gibt es viele Vulkane und auf der Vulkaninsel Deception Island sogar eine Thermalquelle. Es gibt sogar von Eis bedeckte Seen. Insgesamt wurden etwa 150 solcher Seen entdeckt. Der größte See ist der Wostoksee, der 1996 durch Satellitenaufnahmen in der Nähe der russischen Wostok-Station entdeckt wurde. Er ist ganze 250 Kilometer lang, 50 Kilometer breit, hat eine Wassertiefe von bis zu 1200 Meter und liegt in einer Tiefe von etwa 4 Kilometer unter dem Eis. Stelle dir das mal genauer vor. Du gräbst dich 4 Kilometer durch steinhartes Eis und findest dann einen unterirdischen See, der einfach mal 250 Kilometer lang und 50 Kilometer breit ist. Aufgrund des hohen Drucks kann das Wasser des Sees nicht gefrieren. Es wird vermutet, dass es auf Antarktika ein Netzwerk an unterirdischen Flüssen gibt, die sich zum Teil sogar unter dem Meeresspiegel befinden. Auch gibt es antarktische Oasen, was große, weitgehend eisfreie Regionen sind, die durch Felsen und Süßwasserseen geprägt werden. In diesen Gebieten lässt sich die antarktische Flora und Fauna erkunden. Neben der, ich glaube, das kann man schon so sagen, ziemlich einmaliger Flora, Fauna und Geologie, ist der nächste Vorteil, falls du das magst, dass du als Auswanderer in Antarktika eine weitgehend menschenleere Umgebung auffinden kannst. Du kannst dich also vom stressigen Leben in pulsierenden Ballungsräumen endgültig verabschieden. Auch lohnt es sich, einen Blick auf das Klima zu werfen, denn Antarktika ist durch die polare Lage in jeder Hinsicht ein klimatischer Extremfall. Es gibt zwei Jahreszeiten, Winter und, sofern man das so nennen kann, Sommer. Im antarktischen Winter, etwa März bis September, scheint die Sonne je nach Breitengrad nur wenige Stunden täglich oder sogar gar nicht. Im Gegenzug sind die arktischen Sommer geprägt von ununterbrochenem Tag. In der Übergangszeit pendelt sich die Sonne unter und über den Horizont, was bedeutet, dass du zu dieser Zeit epische Dämmerungen genießen kannst. Viele Auswanderer aus Deutschland, der Schweiz und Österreich wandern in warme Gebiete aus, doch es gibt auch solche, die es in kältere Regionen zieht. Antarktika hat in dieser Hinsicht sehr viel zu bieten, denn Antarktika ist der kälteste aller Kontinente. Die inländische Jahresdurchschnittstemperatur liegt bei minus 55 Grad Celsius und die tiefste jemals auf der Erde und in der freien Natur gemessenen Temperatur betrug minus 89,2 Grad. Diese wurde am 21. Juli 1983 auf einer sowjetischen Forschungsstation auf dem Polarplateau aufgezeichnet. Im Dezember 2013 wurde in Satellitenmessdaten ein neuer Minusrekord entdeckt, nämlich minus 93,2 Grad in einer Eissenke während der Polarnacht. Allerdings wurde der Kälterekord vom Satelliten direkt auf dem Eis gemessen, das alte Minimum hingegen wurde 2 Meter über dem Boden gemessen, wo es etwas wärmer ist. Offizielle Temperaturen von Meteorologen werden immer in der Luft gemessen, womit der neue Wert zwar als technisch nachgewiesen gilt, meteorologisch jedoch nicht akzeptiert ist. Wie auch immer, im Falle einer Auswanderung nach Antarktika kannst du dich definitiv vom Regen verabschieden. Im Landesinneren des Kontinenten schneit es fast gar nicht, was diese Region, wie zu Beginn erwähnt, zur größten Wüste der Welt macht. Zur Küste hin nimmt der Schneefall jedoch deutlich zu. Doch neben all diesen Vorteilen gibt es auch einige Nachteile, die du im Falle einer Auswanderung berücksichtigen solltest.
Das lebensfeindliche Klima, die monotone Natur und die praktisch inexistente Infrastruktur sind Nachteile. Es gibt keine Straßen, dafür umso mehr Flugplätze, die aus Eis oder plattgedrücktem Schnee bestehen. Das Internet ist ein weiterer Nachteil. Dieses Video hier könntest du in Antarktika vermutlich nicht streamen, denn es gibt keine Glasfaserverbindungen nach Antarktika und auch das Internet über Satellit ist äußerst langsam und vor allem sehr teuer. Anscheinend kostet nur schon das Versenden einer E-Mail 3 US-Dollar. Den Kontakt zu Freunden und Verwandten musst du also auf Eis legen. Fahren wir mit dem Erfahrungsbericht von Claudia fort. Claudia, wann hast du die Reise in die Antarktis durchgeführt und wie lange dauerte sie? Hallo liebe Zuschauer von Auswandern weltweit. Die liebe Franz hat mir ein paar Fragen zu meiner Antarktisreise gestellt, die ich sehr, sehr gerne für euch beantworte. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, schaut sehr gerne auf meinem Kanal Beauty Butterflies vorbei. Da habe ich eine ganze Playlist mit Vlogs aus der Antarktis und auch mit ein paar Q&A-Videos gedreht. Ich habe diese Reise zu Beginn der Reisesaison, der Antarktis-Saison in 2019 gemacht. Das heißt, es war Oktober, November. Ich war nicht ausschließlich in der Antarktis, sondern habe eine große dreiwöchige Tour gemacht und war dabei auf den Falklandinseln, in Südgeorgien und dann auch in der Antarktis. Von wo aus bist du gestartet und welche Orte habt ihr besucht? Gestartet ist meine Schiffsreise, denn in die Antarktis kommt man als Tourist fast ausschließlich mit dem Schiff nur. In Montevideo, das war der Beginn der Reise in Südamerika. Von dort aus ist das Schiff zu den Falklandinseln gefahren. Dort haben wir 2, 3 Spots besucht. Zum einen Stanley, das ist die Hauptstadt der Falklandinseln. Ansonsten gibt es dort keine größeren Orte. Und von den Falklandinseln sind wir rüber nach Südgeorgien gefahren. Das ist eine nicht bewohnte Gegend, die gehört aber zu England, rein politisch gesehen. Und dort leben hauptsächlich, fast ausschließlich, Pinguine, Robben und die wunderbare Tierwelt von Südgeorgien. Hier bekommt ihr Millionen, und das ist nicht übertrieben, von Pinguinen. Die großen Kolonien leben dort. Und ihr habt eine wunderschöne Naturwelt. Keine Städte, keine Orte in dem Sinn, sondern man läuft mit dem Schiff verschiedene Positionen an. Je nach Wetterlage kann man das gar nicht planen. Das wird immer ganz spontan vom Captain und von der Crew festgelegt. Und dann macht ihr dort Anlandung und schaut euch die Tier- und Naturwelt in Südgeorgien an. Für mich war das neben der Antarktis ein großes Highlight, weil ich Tiere liebe und die Pinguine dort einfach wahnsinnig spannend zu beobachten sind. Von Südgeorgien geht es dann südlich weiter mit dem Schiff in die Antarktis bei dieser großen dreiwöchigen Tour, wie gesagt. Und dort gibt es auch verschiedene Spots, die man anläuft. Es gibt dort Forschungsstationen, die man besuchen kann. Aber hauptsächlich ist es einfach raue und wilde Natur. Dort lebt niemand längere Zeit, außer eben Forschende, die dort unterwegs sind. Also es gibt dort keine Orte, die man anfährt, sondern ja, Anlandungen, die man mit einem Zodiac, so einem Schlauchboot macht, denn richtige Häfen gibt es dort eben auch nicht. Und wir haben die antarktische Halbinsel besucht und auch das Festland, den richtigen antarktischen Kontinent. Ein Großteil ist ja mit Eis überdeckt, aber die Antarktis ist ja ein Kontinent, das heißt, darunter ist auch Land. Welche Eindrücke hat die Reise hinterlassen? Das ist eine sehr, sehr gute Frage, denn es hat wahnsinnig, wahnsinnig viele Eindrücke bei mir hinterlassen. Hauptsächlich natürlich, wie wichtig die Natur ist, wie wichtig es ist, sie zu schützen, wie wahnsinnig spannend Natur und Tierwelt auch sein kann, wenn man einfach nur Beobachter ist und dort nicht eingreift, wie wichtig es ist, dort nicht einzugreifen, sicherlich zu forschen. Das machen dort eben die Forschenden, die auch ganz, ganz viel zum Thema Klimawandel und so weiter dort in Erfahrung bringen. Und die Antarktis ist ein so wichtiger Teil des großen Ganzen, dass es natürlich sehr wichtig ist, dort unterwegs zu sein. Es ist wahnsinnig beeindruckend, sich das anzuschauen als Tourist, aber es ist keine klassische Kreuzfahrt, sondern es ist wirklich eine Expedition, in der man ganz, ganz viel Wissenswertes bekommt. Es gibt auf dem Schiff selber ganz viele Vorträge, wo man erfährt, was es mit der Natur und allem auf sich hat, die man dann live vor Ort sieht. Das sind ganz viele Eindrücke, wissenswerte Eindrücke, die ich mitgenommen habe, aber natürlich auch Tiere in freier Wildbahn zu sehen, die dort einfach leben und nicht gestört werden von Menschen, außer ein paar Touristen, die ab und zu mal vorbeikommen. Man muss aber einen Abstand halten. Das war wahnsinnig beeindruckend, wie Natur ohne großen Einfluss des Menschen funktioniert, und das hat mich wahnsinnig geprägt. Würdest du die Reise weiterempfehlen? Ja, definitiv eine der wunderschönsten Reisen, auch wenn man Reisen miteinander nicht vergleichen sollte und kann.
die ich gemacht habe in meinem Leben, und ich bin schon sehr viel unterwegs gewesen. Ich liebe die Natur, ich liebe die Tierwelt, da ist die Antarktis natürlich ein sehr besonderer Ort. Es ist natürlich auch kalt, aber ich liebe auch die Kälte. Ich würde sie auf jeden Fall weiterempfehlen, wenn man sich das leisten kann. Es ist eine sehr, sehr teure Reise, das ist mir bewusst, aber es war einfach sehr prägend für mich, sehr interessant, jeden Euro wert. Und wer mehr dazu wissen will, der findet die ganzen Infos auch bei mir auf dem Kanal bezüglich der Reise. Und ich wünsche euch noch viel Spaß bei dem Video hier und wir sehen uns vielleicht auf meinem Kanal. Vielen Dank, Franz, dass ich hier ein Teil deines Videos sein durfte. Viel Spaß und tschüss! Danke, Claudia, dass du dir Zeit für dieses Interview genommen hast. Auf Claudias YouTube-Kanal namens Beauty Butterflies findest du weitere informative Videos aus der Bücherwelt, von ihren vielen Reisen und auch kulinarische Köstlichkeiten. Es lohnt sich also, vorbeizuschauen. Doch was muss getan werden, um nach Antarktika auszuwandern? Der beste Weg, um den Wunsch eines langfristigen Lebens auf Antarktika zu ermöglichen, ist es vermutlich, auf einer der vielen Forschungsstationen Arbeit zu finden. Das muss nicht zwingend eine Arbeit als Wissenschaftler sein, denn auf den Forschungsstationen arbeiten natürlich auch Arbeitskräfte, die den Wissenschaftlern dort ein angenehmes Leben ermöglichen. Beispielsweise Köche, Hauswarte, Putzpersonal und so weiter. Während die Schweiz und Österreich keine Forschungsstation in Antarktika pflegen, gibt es immerhin eine deutsche Forschungsstation. Wieso also nicht mal eine Bewerbung versenden? Ein einmaliges Erlebnis wird es allemal.